Heute wird's ernst. Heute geht's um den Einbau von so einem Netz-Notstrom-Umschalter, um dann im Endeffekt aus einem Notstromaggregat oder Ersatzstromversorger in das Wohnhaus einzuspeisen. Vorab möchte ich auf die Gefahren hinweisen. Eine sichere Arbeit muss ein Elektriker machen. Sowas muss eine Fachkraft machen. Das ist viel zu gefährlich für einen Laien, sowas zu machen. Nichtsdestotrotz darf es auch ein Laie wissen, wie es funktioniert, um das Ganze einschätzen zu können. Man muss grundsätzlich die Anlage wirklich komplett ausschalten. So, wenn ich das jetzt mache, wird es da hinten dunkel. Ich habe mir eine Ersatzstromquelle von der Nachbarteil von dieser Halle, da ist Strom drauf, gesucht, hat mir da ein Kabel drum geholt. Jetzt nehme ich da so ein Kabel mit diesen Klemmen, klemme dann diesen einen Abgang für meine Beleuchtung aus und versorge auch diesen Beleuchtungsstrom mit dieser Noteinspeisung, um da überhaupt filmen zu können, ein Licht zu haben. Also nochmal, um den ganzen Nachdruck zu verleihen. Ich habe jetzt erst die Zellervorsicherungen ausgeschaltet. Dann, natürlich, das habt ihr jetzt im Video nicht gesehen, habe ich da nach dem Zeller in diesem Glambock gemessen. Das ist jetzt durchgegangen, einfach nur, weil ja Verbraucher angeschlossen haben. Jetzt wenn ein Glühbirn zum Beispiel zwischen Außenleiter und Neutralleiter oder ein Netzteil angesteckt ist, ist natürlich Durchgang zwischen Neutralleiter und den Außenleitern. Aber keine Spannung, es geht jetzt um Spannungsfreiheit feststellen. Es liegt keine Spannung an. So, meine Freunde, montieren kann man den Schalter direkt im Zellerkasten oberhalb des Klemmstücks. Es gibt natürlich Aufputzvarianten, die man dann irgendwo außerhalb montieren kann. Das ist jetzt einer für den Einbau. Klack und schon hält der. Der hat drei Schaltpositionen. Einmal die Nullposition und zwischen den zweiten Einspeisemöglichkeiten einmal Netz, wieder Null und einmal Notstrom. Verbunden ist die ganze Geschichte oben, den Abgang des Zeuges dann später noch. Von oben kommen die Drähte raus, rüber zum FI, zu dieser Verteilungsgeschichte. Unten haben wir zwei Einspeisemöglichkeiten, Anklemmmöglichkeiten. Auf dieser Seite, wo Netz steht, auf diesen haben wir vier Pole, das ist für die Netzzuleitung. Das heißt, da kann man die Adern von dem Klemmstück direkt da drauf bringen. Und auf der rechten Seite, die sind aktiv bei Notstrom, haben die vier Kontakte. Und von dem Abgang Notstrom muss eine extra Leitung gezogen werden auf diesen Warnstecker, CEE-Warnstecker. In meinem Fall reicht jetzt da ein 16 Ampere. Das kommt dann für gewöhnlich irgendwo neben einem Zählerschrank, wird das montiert, angesteckt vorher, aber zu dieser Prozedur kommen wir später. Schließen wir das Ganze an. Die vorherige Brücke war ja von der Zählereinspeisung, von der Hauptabzweigklemme direkt zum Fehlerstromschutzschalter für die Anlage. Das können wir jetzt einmal alles abklemmen, außer einen Schutzleiter, den lassen wir drauf. Das andere klemmen wir ab. Diese Abgänge müssen wir jetzt oben auf den Netzeinspeiseschalter, Notstromumschalter, oben anklemmen. In welcher Seite ist da egal, weil der Abgang sowieso durchgebrückt wird. Man muss nur auf die Beschriftung achten. Neutralleiter 1L1, 1L2, 1L3. Also L1, L2, L3. Ich klemme es auf dieser Seite an. Ich probiere das Ganze dann ganz gern, bevor wir fertig sind, schon mal. Das heißt, ich habe jetzt das so weit gesichert. Die Netzstellung müsste eigentlich vollkommen wieder hergestellt sein.
wenn ich unten jetzt die Zellervorsicherung einschalte, müsste das Ganze über Netz wieder funktionieren. Natürlich habe ich da das nach wie vor dran und nichts angeschlossen, aber ich kann ja da ist die Sicherungen alles, FRCD alles ausgeschaltet. Das heißt, ich messe jetzt nur mal, ob die Schaltung Netz und Null, ob die funktioniert. Null, Nullstellung. Und RCD kommt nichts an. Netzseite. Die Netzseite ist eigentlich wieder hergestellt. Null. Jetzt kommen wir zur Einspeisung vom Ersatzstromerzeuger, Notstromaggregat, sogenannter Wandstecker, weil der ja da Stecker hat und keine Steckdosen. Wäre das jetzt umgekehrt, würde man da jetzt eine Kraftsteckdose montieren, bräuchte man zwischen dieser Kraftsteckdose und dem Notstromaggregat, weil das Notstromaggregat hat ja eine Kraftsteckdose als Ausgang, dann bräuchte man dazwischen ein Verlängerungskabel mit hinten und vorn Stecker. Wenn jetzt das aus Versehen irgendjemand verwendet oder irgendwo, weil es irgendwo umeinander liegt und steckt es in eine normale Kraftsteckdose rein, ohne das Notstromgeschichte, einfach nur, weil er halt, keine Ahnung, das verwendet, liegt auf der anderen Seite der Stecker, wo die 5 Pins ausschaut und da ist voll Saft drauf. Also nochmal, ganz wichtig, geeignete Geschichten. Ich verlinke den, ich habe jetzt Domenikes, ich verlinke den unten einmal. In meinem Fall, noch was ganz was Wichtiges, in meinem Fall reicht jetzt ein 16er. Kommt auf die Größe vom Notstromaggregat drauf zum, wo ich es einspeisen möchte. Wenn ich heute auf 32er gehe, 4 Quadrat, 6 Quadrat, vielleicht sogar 10 Quadrat, muss man schauen, das kann man, darum habe ich gesagt, so was muss eine Fachkraft machen, der das berechnen kann oder abschätzen kann, wie auch immer. In diesem Beispiel heute baue ich jetzt einfach einmal für die dreiphasige Einspeisung. Man kann ja, da speist man jetzt dann drei Phasen, Neutralleiter und Schutzleiter ein. Zu dem Thema mit Schutzleiter komme ich wieder nochmal extra, das ist jetzt einfach einmal die Standardschaltung, wie die Einspeiseschaltung funktioniert. Weil je nachdem, was man für Aggregat hat, ganz viele andere ganz wichtige, unter Umständen gefährliche Sachen mit dazukommen, die man berücksichtigen muss. Einspeisen muss man aber immer. Egal ob jetzt einphasig oder dreiphasig, einspeisen muss man immer. Das braucht man auf die eine oder andere Art immer. Das heißt, ich montiere das Ding, mache da ein 5x2,5er Kabel rein, klemme das auf der rechten Seite an. Wir erinnern uns, auf der rechten Seite ist umgestanden Notstromeinspeisung. Notstrom steht um. Das montieren, 5x2,5er Kabel anschließen. So ist jetzt die fünfadrige Einspeisung. Von dem Wandstecker. Das muss jetzt auf die rechte Seite drauf. Der Schalter ist fertig. Der PE, der Schutzleiter von der Einspeisung, den geben wir auch zusätzlich noch auf den Schutzleiteranschluss vom System. Die Funktion Netz haben wir ja vorhin schon getestet. Das heißt, das funktioniert und es ist ja ganz klar, wenn man auf der Nullstellung ist oder auf der Netzstellung, ist am Einspeisestecker natürlich, da ist komplett getrennt, da ist alles weg. Also da hat man kein Problem. Einzig und allein der Schutzleiterpin ist mit dem Schutzleiter verbunden, aber das sollte ja zu keinerlei Problemen führen. Für die Notstromeinspeisungsaggregat jetzt an sich einspeisen, das mache ich in separate Videos und zwar aus folgendem Grund, weil je nach Aggregat da bestimmte Sachen zu berücksichtigen sind. Das passt alles in 21 Video nicht rein. Da das Ganze da überhaupt sehr schwierig da so zum Filmen ist, habe ich natürlich ein sehr detailliertes, ausführliches Video zu diesem Schalter gemacht. Da habe ich unten nochmal zwei Links eingestellt, wo ihr die Videos findet. Es freut mich auch, dass ihr zugeschaut habt. Das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal.
Bitte euch, servus.